Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Chris. Und ja, wie ihr seht, sind wir noch immer beim Steine sammeln und ja. Leckt gerade. Ich soll vielleicht auch mal gucken, wie es vom Kalk her aussieht. Ja. Vom Kalk muss. Wenn du. Ja. Jetzt sehe ich sogar relativ viele Flinten von uns. Weil die 5 können wir jetzt zwar nicht mehr Palken, weil ich da schon drauf angesetzt habe, aber zum Beispiel da, wo ich jetzt gerade am Pflügen bin und da, wo du gerade drauf bist, die kann man dann, so kannst du dann in der Nacht ja kalken. Wenn du mit dem Feld fertig bist, du schon dann bist du leider kalken. Jo, da hat noch ein bisschen Sinn, aber vorne. Ja, alles gut. Aber mache ich dann, wenn ich fertig bin. Ja, das hat gerade bald aufgeladen. Einfach alle mehr nochmal was. Ne, der ist gerade bei mir vorbeigefahren. Was hat der Typ heute? Der heute ist irgendwie komisch drauf. Ich hab so ein Gefühl, dass der ganze Ballenwagen kommt jetzt schief. Ja, er selber ist schief. Matthias geht jetzt kalken im Fliegel. Da haben sich zwei echt gefunden. Jetzt no shit. Der eine mit seinem komischen Mikrofon Professoriumshalter. Hast du das schon gesehen? Nö. Ei, ei, ei. Das kannst du keiner erzählen. Meinst du Matthias oder? Na, der Profi mit die. Hey, du hast einen neuen Mikrofon bekommen. Hat er schon? Hat es mir schon zu mir gesagt? Weiß ich gar nicht, habe ich wahrscheinlich nicht gehört. Aber damals, wo er mir gesagt hat, die Halterung, ei. Hab mir gedacht, die hat er bei Wish bestellt. Amai. Du hast ein Headset, oder? Ja. Wo kommen dann eigentlich die Steine hin, wo sie im Anhänger sind?
Jetzt müssen wir einfach nur auf den Hof kippen. Dann werden wir mal sehr gut was haben. Dann müssen wir irgendwie mal gucken, ob wir über irgendwie einen anderen Hof eine Steinebrecher holen. Was wir dann verkaufen können. Mhm. Eieiei.
So, ich bin jetzt mit dem Steinsammeln fertig. Ich stelle jetzt einmal den Ausgelehrten auf den Hof. Jupp. Und dann gehe ich einmal die Steine holen und dann waschen. So, mein lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann lasst so gerne ein Like und ein Abo da. Schaut zur nächsten Folge wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.